stirb! Ja, und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herr der Ringe Online in einer Hauptquest, so wie anscheinend, um die Ereignisse meiner Vergangenheit zu sehen oder was auch immer. Dann lesen wir mal in den Questtext vor. Wir müssen schnell weg von hier. Wir haben... Oh, ich mach das Spiel jetzt noch nicht mehr. Eine kurze Aufnahmepause. Ich bitte um Ihr Verständnis. So, hier bin ich wieder, erneuter Systemabschluss und Dreck, ey. Questtext erneut vorlesen. Schlag versetzt, selbst wenn die Sodal nicht aufhalten können, um Skorgrim werden wir uns zumal kümmern müssen. Nun aber schnell, wir müssen fliehen, auch immer Iva getan hat, dieser Ort fällt um uns herum in sich zusammen. Flieht! Jump! Jump! Schnucki! Komm! Ja, super. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Der Hauptweg ist versperrt. Wir müssen den Elben finden und aus dem Grab verschwinden. Erebor! Ja. Glücklicherweise haben wir zumindest Gormir und den meisten gemeint. Die Toten. Oh, ich kann das nicht so schnell vorlesen, bis. Das verschwindet viel zu schnell. Wir müssen unsere Türen, mehrere gemeint, bla bla bla. Meine Ex wird ganz einfach den Rest kümmern. Tretet beiseite. Und charge! Na los, so schwer. Leute, er hat keine Axt ausgerüstet. Heftig. Und raus. Tap 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 tap. Die Höhle schützt ein. Oh nee. Oh, das war knapp. Tja, neuer Elbtod. Ach, Mensch, ey. Ihr habt irgendwas gegen uns, ne? Kann das sein? Ihr Arschkriecher. Charge. Ach, ich lass sie mal einfach erledigen. Los! Haha! Penner. Och. Also wenn das so weiter geht, weiß ich nicht, ob ich Herr der Ringe Online weiter Let's Playen werde, wenn immer wieder das Spiel nach allen 2-3 Minuten abkackt. Mal schauen. Ich hasse sowas. Anmeldung erfolgt, bitte warten. Authentifizierung wird überprüft. Verbindung erfolgreich hergestellt. Abonnentendaten werden geladen. Charakterdaten werden geladen. Alte Verbindungsdaten werden gelöscht. Jawohl. Vielleicht kann man ja auch irgendwann an den Einstellungen was anders einstellen, damit das Spiel auch nicht die ganze Zeit abschmiert. Ich habe keinen Plan, warum. Ja, ja. Welt betreten. Leute, ich kann nur zwei Charaktere erstellen, was ich gerade gemerkt habe. Was ist das denn hier?
holt euch Turbine-Punkte für Herr der Ringe Online jetzt erhältlich bei GameStop Power to the Players. Eine großartige Geschmacksidee. Mehr erfahrt ihr unter herderringeonline.de. Ja. Okay. Oh, die haben sie schon besiegt. Die ganze Story habe ich jetzt nicht miterlebt. Was soll das für ein Schmu? Okay, da möchte ich jetzt nicht runterspringen. Die sind auch schon tot. Die haben mich einfach zurückgelassen, diese Schweinehunde. Die Schweinepriester. Okay. Ach, da geht's runter. Und danke fürs Warten. Auch wenn ihr es nicht geschafft haben, die Pläne des Grimhans zu durchkreuzen, haben wir heute gute Arbeit geleistet. Zyra, dass wenn dieser Tag zu Ende geht, wird Thorins Halle frei von Grimhans sein und alle Welt wird wissen, dass sie nichts würdige Zwerge sind. Dennoch frage ich mich, wann wir die Auswirkungen des heutigen Tages spüren und die Rückkehr des Gorgrims erleben werden. Ich hoffe, dass ihr und eure Gefährten dann zurückkehren und uns helfen werdet, nachdem ihr Thorinsheim verlassen habt. Ja, ihr habt uns gute Dienste erwiesen und nun wollen wir diese Halle verlassen. Jetzt beenden. Abgeschlossen, Instanz. Scorgrims Gruft, das war eine Instanz? LOL. Also wir sind die Instanzen viel besser. Seid ihr bereit, diese Halle zu verlassen? Also zumindest bin ich froh, dass ihr hinter mir war. Jetzt reisen! Klingt mit dem... Seit der Niederlage der Grimhans herrschen wieder Langbärte über Thorins Hallen. Doch die Saat des Misstrauens beginnt Wurzeln zu schlagen. Jetzt wisst ihr... LOL. BA. Ja. Legt mit den linken Monsters auf einen anderen Spieler, entisiert und Gegnern dessen Wert, Namen und Werte zu stellen. Gut. Oh, wo bin ich denn jetzt? Schöner See. Bin ich in... Oh. Ja, es ist jetzt nochmal Star Wars und zwar Tatooine. Ne, Tatooine war ja die Wüstenstadt. Oh, ich komme jetzt nicht drauf. Ich bin so ein begeisterter Star Wars-Fan und komme jetzt nicht auf den Namen. Also da, wo Anakin und Prinzessin Amidala miteinander geschlafen haben und Liebe gemacht haben, also sozusagen. So sieht das hier so ungefähr aus. Etwas ab... in so ein kleiner Abklatsch, denke ich mir mal. So. Map mal gucken. Deswegen hat er auch gesagt, ich soll mit dem gucken, ob ich alles erreicht habe. Wow, eine riesige Karte. Okay. Dann hören wir uns mal an, was sie uns zu sagen hat. Intro Scorrens Gruft, verfügbare Quest. Ich grüße euch. Der größte Rat ist Zillon. Oh, mein Herz hat es jetzt gerade runtergefallen, so dreck. Ja. Serondim bietet einen wunderschönen Anblick, nicht wahr? Ich muss euch jedoch wegen einer wichtigen Angelegenheit aus euren Gedanken reißen. Jetzt beenden. So, ich denke mal, wir sehen uns demnächst wieder in meinem Let's Play Herr der Ringe Online. Bis dann. Ciao.